Es ist Dienstag, der 3. Dezember 2019. Sie sehen das Stadtfernsehen Brandenburg mit dem SKB-Journal, heute mit folgenden Themen. Tag des Ehrenamts, herausragende Leistungen gewürdigt, Festakt im Brandenburger Theater. Richtfest gefeiert, die Wohnstätte auf der Osthalbinsel in der Krakauer Straße nimmt Gestalt an. Und jetzt ist es offiziell, die Stadtwerke verraten, welche Stars beim Havelfest 2020 auftreten. Ja, und damit begrüße ich Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe vom SKB-Journal. Im Februar diesen Jahres startete das Bauvorhaben auf der Osthalbinsel in der Krakauer Straße. Entstehen soll hier eine Wohnstätte für Menschen mit und ohne Einschränkungen. Am heutigen Dienstag wurde Richtfest gefeiert. Vor gerade einmal 4 Monaten wurde genau an dieser Stelle die Grundsteinlegung gefeiert. Heute feiert die Hoffnungsthaler Stiftung Lobetal Richtfest für ihre inklusive Wohnstätte. Rund 50 Menschen mit und ohne Einschränkungen werden hier zusammen leben. Für einige ehemalige Heimbewohner der Landesklinik wird die Osthalbinsel in der Krakauer Straße ihr neues Zuhause. Und deshalb wurde der traditionelle letzte Nagel von Herrn Pritschu, einem zukünftigen Anwohner, eingeschlagen. Im Herbst 2020 soll Einweihung gefeiert werden. Das Bauvorhaben kostet rund 6 Millionen Euro. Immer in der Weihnachtszeit geben die Stadtwerke Brandenburg ein paar Highlights für das neue Jahr bekannt. So auch die musikalischen Auftritte für das Havelfest. Und auch 2020 wird es wieder hochkarätige Musiker geben. Für 2020 können sich die Havelstädter auf Axel Bosse und Stefanie Heinzmann freuen. Die Stadtwerke sind schon seit vielen Jahren hinter diesen Acts her. Nun können sie endlich anbieten. Axel Bosse gehört zu den etabliertesten Künstlern in Deutschland. Neben vielen eigenen Touren steht er jedes Jahr auch auf vielen Festivals. Mittlerweile konnte er sein 7. Studioalbum veröffentlichen. Stefanie Heinzmann startete ihre Karriere bei einer TV-Talentshow von Stefan Raab. Jetzt macht sie seit über 10 Jahren Musik und konnte bereits ihr 5. Studioalbum veröffentlichen. Im nächsten Jahr werden sie dann auf dem Havelfest die Stadtwerkebühne bespielen. Konzerttickets gibt es ab dem 9. Dezember an der Stadtwerke-Rezeption in der Packhofstraße, im Vorverkauf für Stadtwerke-Kunden 15 Euro, für Nichtkunden und an der Abendkasse für 35 Euro. Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose.
Jetzt wird es richtig weihnachtlich. Das Brandenburger Theater und die evangelische Kirchengemeinde der St. Katharinenkirche laden alle Brandenburgerinnen und Brandenburger zum fröhlichen Adventsing ein. Läuten Sie gemeinsam mit uns die besinnliche Jahreszeit ein, halten Sie inne und entfliehen Sie kurzfristig dem Alltagsstress. Willkommen ist natürlich jeder. Egal, ob Sie sonst nur unter der Dusche oder im Auto singen, werden Sie Teil von Brandenburgs größtem Weihnachtschor. Kommen Sie am Samstag, dem 21. Dezember, in die Katharinenkirche und stimmen Sie mit ein. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen zum Programm am Brandenburger Theater gibt es auch online unter www.brandenburgertheater.de oder telefonisch unter 03381 einmal die 5 und 5 mal die 1. Anlässlich zum Weltbehindertentag und zum Tag des Ehrenamtes wurden am Montagabend im Brandenburger Theater wieder diejenigen geehrt, die sich über Jahre in der Stadt verdient gemacht haben. So wurden gleich 10 Persönlichkeiten mit der Ehrenurkunde ausgezeichnet und auch die zweithöchste Auszeichnung der Stadt, die Ehrenmedaille für besonderes Engagement, wurde wieder verliehen. Man hätte glatt denken können, man befindet sich auf einer Karnevalssitzung. Die Rote Garde des BKC hatte sich jedoch nicht zufällig ins Brandenburger Theater verirrt. Sie alle waren allein für ihn da, Wolfgang Brust. Ihm zu Ehren war der halbe Verein des BKC bei der Festveranstaltung am Montagabend in den großen Saal einmarschiert. Natürlich durften da auch nicht die Pulversäcke fehlen. Ein emotionaler Moment für Wolfgang Brust. Männer legen sich in den Armen und dann Tränen in den Augen. Der 80-Jährige ist seit 1972 eines der aktivsten Mitglieder des Brandenburgischen Karnevalsclub BKC. Er hat in verschiedenen Funktionen durch sein Engagement dazu beigetragen, den Verein zu stärken und ihn über die Stadtgrenzen hinaus zu einer anerkannten kulturellen Größe des Landes Brandenburg werden zu lassen. Bereits in den 50er Jahren hat er ja seine künstlerische Seite entdeckt. Beim BKC angefangen als Prinz, stellte er einen großen, großen Teil seiner Freizeit, immer mit Unterstützung seiner Frau und seiner Familie, in den Dienst einer niveauvollen karnevalistischen Unterhaltung. Für seine Verdienste im Verein und somit auch für die Stadt Brandenburg erhielt Wolfgang Brust die zweithöchste Auszeichnung der Havelstadt, die Ehrenmedaille. Eine weitere wurde an Anna Finter verliehen. Die 70-Jährige fand Anfang der 90er als freischaffende Künstlerin in Brandenburg an der Havel ihre neue Heimat. Seit dieser Zeit ist sie prägend für die Stiftung Bredische Zeichenschule und hat über 1000 Menschen in der Malerei und bildenden Kunst unterrichtet. Stadtverordnetenvorsteher Walter Pagen hob in seiner Laudatio für Anna Finter ihr außergewöhnliches Engagement hervor. Die Vermittlung künstlerischer Fähigkeiten war für sie schon immer eine Berufung. Seit Jahr und Tag sind sie mit großem Erfolg als Dozentin an der Bredischen Zeichenschule tätig. Unzählig sind die Stunden, die sie mit talentierten und aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern an der Staffelei verbracht haben. Und groß ist die Zahl der jungen Menschen, die sie in ihren legendären Mappenkursen zur Hochschulreife führten und die sie auch später als Mentorin quasi ehrenamtlich weiter begleiteten. Dankeschön. Neben den an diesem Abend überreichten Ehrenmedaillen wurden auch 10 Ehrenurkunden verliehen. Alle Ehrenamtler zeigten überdurchschnittliches Engagement in ihren Vereinen, Verbänden oder Institutionen. Die Stadt Brandenburg sagte mit den Auszeichnungen dafür Danke. Denn ohne das Ehrenamt und das Einbringen jedes Einzelnen wäre Brandenburg an der Havel nur eine Ansammlung von Ziegelstein, Beton und Holz in Form von Gebäuden. So SVV-Vorsitzender Walter Pagen. Bleib so. Wir kommen zu den Wetteraussichten mit dem SKB-3-Tagestrend. Man mag es kaum glauben, aber ein Hoch liegt über uns. Im Sommer hieße das Sonnenschein pur, im Winter sieht das Ganze anders aus. Am Mittwoch ist es noch heiter bei 7 Grad, der Donnerstag ist sonnig bei 4 Grad, in der Nacht gehen die Temperaturen zurück auf minus 3 Grad und am Freitag wird es dann bei 6 Grad leider regnerisch. Liebe Zuschauer, das war's aus der SKB-Redaktion für den Dienstag. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, machen Sie's gut.